Herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin der Lukas aus dem Team Thomas Loch. Und in dem heutigen YouTube-Video möchte ich dir gerne eine Morgenroutine mitgeben, die du täglich am Morgen einbauen kannst, damit dein Radiuskopf wieder schön leistungsfähig wird. Weil ihr kennt es wahrscheinlich, in der Früh ist meistens der Ellbogen immer so schön verspannt. Da geht nicht viel hier in die Streckung, in die Beugung. Da ist immer ein Engpass drin. Und den möchte ich gerne, dass wir gemeinsam heute lösen. Und zwar mit drei Übungen, die ich dir mitgebe. Dafür brauchst du nicht viel. Du brauchst eigentlich nur dich selber. Und entweder einen Tennisball, Faszienball, Faszienrolle. Je nachdem, was du zu Hause hast. Irgendwas Rundes, wo du ein bisschen massieren kannst zum Anschluss. Wir fangen aber erstmal an mit einer Öffnung. Bedeutet, du darfst in der Früh, sagen wir, du kannst es gerne im Bett machen, wenn du da bist, im Bett, am Frühstückstisch, je nachdem, wo du gerade in der Früh bist, irgendwo in einer entspannten Umgebung. Und dann einfach mal versuchen, je nach Drehung des Ellbogens natürlich, wie weit du halt auch kommst, nur mal passiv ein bisschen zu öffnen und das Ganze dann auch wieder anzuwinkeln. Ich drehe mich mal kurz, damit ihr das Ganze von der Seite seht. Einmal öffnen, gut, auch wirklich ein bisschen versuchen, dagegen zu drücken und das Ganze wieder schließen. Und das Ganze macht ihr 30, 40 Mal. Nur mal schön öffnen, kurz dagegen drücken und schließen. Ob ihr das Ganze jetzt in der kompletten Drehung schafft oder noch nicht, das ist jetzt natürlich, kann ich jetzt nicht wissen, das müsst ihr individuell machen. Versucht aber auch gerne bei der Übung immer mal wirklich auch den Ellbogen so weit wie möglich auch zu drehen, wie ihr seht. Das heißt, ich drehe ihn mal komplett rein, dann habe ich mal wieder komplett neutral rausgedreht, so wie es halt klappt. Und dann immer gerne unten ein bisschen dagegen helfen, ein bisschen dagegen drücken, dass ihr auch wirklich in die komplette Bewegung wieder reinkommt. Das ist ja das Wichtige, dass ihr da die Bewegungseinschränkungen nicht verliert. Das heißt, ihr müsst immer bis an die Grenze gehen. Ja, das kann jetzt ein bisschen zwicken, das kann ein bisschen ziehen hier. Das kann hier vorne ein bisschen ziehen, das kann schmerzen, das kann ausstrahlen. Das ist vollkommen okay, vor allem in der Früh, weil da ist ja das ganze System immer ein bisschen eingeschlafen. Und das müsst ihr jetzt erstmal wachkitzeln jetzt in der Hinsicht. Und das wirklich, wie gesagt, morgens täglich strecken, beugen, immer ein bisschen nachhelfen. Hier ein bisschen reindrücken ins Gelenk. Auch hier oben dann Handgelenk packen und wirklich ein bisschen drücken. Das kann auch ein bisschen krachen, ein bisschen ziehen, wie gesagt. Ist überhaupt kein Thema. Und dann einfach auch immer versuchen, ein bisschen mehr reinzudrehen. Wunderbar. Das ist die erste Übung. Wenn ihr das 30, 40 Mal gemacht habt, dann müsst ihr euch eine kleine Wand suchen oder den Boden, je nachdem. Ich zeige es euch einmal. Und zwar wie folgt. Ich habe jetzt hier eine Wand vor mir. Ihr dürft jetzt einmal mit gestrecktem Ellenbogen, wenn ihr das denn schon so weit hinkriegt, die Hand einmal anballen. Bedeutet so einmal schön die Hände zusammen und dann mal nur mit diesen angewinkelten Hand mal komplett rangehen an die Wand. Wirklich einmal hier unten, wie ihr seht, die Finger sind so gut wie möglich. Also bei mir seht ihr jetzt auch einen leichten Engpass, obwohl ich keine Radiuskopffraktur habe. Aber ihr seht, einmal so weit wie möglich dagegen. Ellbogen ist so gut wie möglich durchgestreckt, das könnt ihr hinkriegen. Wenn ihr es noch nicht ganz so hinkriegt, dann könnt ihr auch noch einen ganz leichten Winkel reinlassen, aber schaut, dass ihr so schnell wie möglich in die komplette Streckung reingeht. Ja, und wenn ihr die Übungen natürlich alle macht, auch wenn ihr auf unserem YouTube-Channel seid, einfach mal die anderen Übungen abgucken. Und wenn ihr die alle wirklich einbaut, dann sollte das auch schnell wie möglich wieder funktionieren. Und dann haltet ihr das Ganze mal wirklich 2 Minuten. Das heißt, ihr steht da einfach an der Wand, ich weiß, da kommen vielleicht doofe Kommentare von eurer Frau oder sonst irgendwas oder von eurem Mann oder Kindern. Vollkommen egal, ihr wollt ja natürlich den Ellbogen wieder hinkriegen und einfach mal dann halten, 2 Minuten, dann solltet ihr hier schön in der Struktur oben einen Zug merken. Damit entlasten wir jetzt mal ein bisschen den Ellbogen und auch hier oben den Radiuskopf, der hier oben sitzt, der kriegt natürlich genau jetzt diesen Dehnzug ab. Das heißt, es kann natürlich sein, dass das hier auch ein bisschen mehr zieht als gewöhnlich, sogar ein bisschen schmerzhaft ist, ist auch okay. Müsst ihr in dem Fall dann einfach aushalten. Und danach, wenn ihr sozusagen die 2 Minuten fertig habt, langsam wieder rauskommen. Wunderbar, wenn ihr die beiden Sachen jetzt gemacht habt, dann kommen wir auch schon zur letzten Übung, sage ich jetzt mal. Eigentlich ist es eher, ob es eine Übung ist, ist jetzt dahingestellt. Ich würde es eher als Massage sehen und als Wohltat für euren Ellbogen. Ihr dürft jetzt mal mit eurem Faszienball, Tennisball, sonst irgendwas, einfach nur eine lockere Massage. Ihr könnt den auch gerne am Esstisch ablegen. Also je nachdem, wo ihr seid oder im Bett oder irgendwo. Natürlich muss bei der Übung auch gesagt werden, erst vorher mit dem Arzt abklären, ob das Ganze auch so funktioniert. Und dann könnt ihr das Ganze massieren. Und ja, das kann natürlich auch ein bisschen wehtun. Und dann einfach mal lockeres, mit ein bisschen Druck darf schon dabei sein, am Ellbogen da, am Köpfchen, am Unterarm,
sogar gerne auch ein bisschen am hier, am Oberarm, dass einfach mal die kompletten Strukturen ein bisschen durchgeknetet werden, sage ich jetzt mal, ein bisschen Spannung verlieren, dass einfach der Druck im Ellbogen nicht mehr so groß ist und das Radiusköpfchen in der Hinsicht einfach ein bisschen entlastet wird und nicht mehr ganz so wehtut. Und das auch hier gute 1-2 Minuten, einfach mal den kompletten Ellbogenbereich drumherum wirklich mal einfach aufmassieren. Und dann solltet ihr auch auf jeden Fall danach merken, auch jetzt nach der Dehnung schon und nach der Übung, dass da auf jeden Fall mehr Geschmeidigkeit drin ist, das Ganze nicht mehr so verklemmt ist von der Früh, weil es ja ganz normal, im Laufe des Tages bewegt man den Ellbogen mehr, das heißt, da kommt mehr Durchblutung rein, das heißt, da ist die Bewegung deutlich besser, das merkt ihr auch, und in der Früh ist einfach diese Steifheit immer noch gegeben. Und wenn ihr die Übung aber gleich nach dem Aufstehen immer einbaut und in eure Morgenroutine beim Frühstück, beim Müsli essen, beim was auch immer, Kaffee trinken, einfach mal nebenbei macht, das sind jetzt gute 3-4 Minuten eurer Zeit, die ich jetzt dann in Anspruch nehme, das solltet ihr auf jeden Fall hinbekommen. Und wenn ihr das wirklich täglich einbaut, dann werdet ihr auch schneller im Laufe des Tages merken, dass der einfach nicht mehr so verspannt ist, nicht mehr so wehtut und die Schmerzen einfach weniger werden. Plus, in der Hinsicht wird auch die Heilung deutlich schneller funktionieren, wenn da einfach was passiert im Ellbogen. Weil wenn ihr gar nichts macht und nur am Frühstückstisch in eurer Schlinge hängt oder sonst irgendwas, das Müsli esst oder, keine Ahnung, Schokobrot schmiert, ja, dann funktioniert es nicht. Ihr müsst auf jeden Fall schon was tun und das ist die Morgenroutine, die ich dir jetzt mitgebe. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen. Wenn du mehr sehen möchtest, gerne den Kanal abonnieren, aktivier doch die Glocke, dann verpasst du kein neues Radiusköpfchen-Video mehr. Da kommen auf jeden Fall jetzt noch einige Videos auf dich zu. Wenn dir das aber nicht schnell genug geht, kannst du auch gerne mit uns einen kostenfreien Beratungstermin vereinbaren. Wir gucken uns deinen Radiuskopf an, deinen Ellbogen und finden die perfekte Lösung für dich, wie die Heilung deutlich schneller funktioniert und wie du wieder leistungsfähig in deinem Alltag wirst. Der Thomas hat es hinbekommen, mit Marathon 3 ohne OP das Ganze wieder zu 100% leistungsfähig hinzukriegen. Dann sind wir auch ziemlich zuversichtlich, dass wir das mit deiner Radiusköpfefraktur auch hinbekommen. Mach's gut, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss, dein Lukas.